We could sink every ship in Rawatai's fleet if they drew too close to the city. But some of us have gentler tastes. Wir können jedes Schiff von Rautais Flotte versenken, wenn es der Stadt zu nahe kommt. Einige von uns verfügen allerdings über einen sanfteren Geschmack. Er seufzt und steht erneut entspannter. Some of us see water shaping for what it is, a gift of divine expression. Einige von uns betrachten das Wasserform als genau das, was es ist, das Geschenk einer göttlichen Ausdrucksform. Du bist also ein Wasserformer? Surely you have seen my works across Nekitaka. Du hast doch gewiss meine Werke gesehen, sie sind ganz Nekitaka zu finden. Sofort runzelt Tikeo und besorgt die Stirn. Look to the antechamber of the Kahanga Palace for my Apple of Ngati, or to the luminous bathhouse for my Dance of the Wanton Priestess. Du findest meinen Apfel der Ngati im Vorraum des Palastes der Kahanga, wo die Bittsteller warten müssen. Und meinen Tanz der schamlosen Priesterin findest du im Badehaus. Tikeo verschränkt die Arme und deutet mit einer Kopfbewegung in Richtung Tür. Ja, Seraphin und Soti sind weltgewandt, deswegen bringt das denen was. For as long as there have been Hoana, there have been water shapers. But only since Takehu has water shaping been art. Die Wasserformer gibt es schon so lange, wie es Hoana gibt. Aber das gibt es erst seit Takehu mit den Wasserformern auch Kunst schafft. Alof massiert sich die Schläfen und schüttelt den Kopf. Ja, ich nehme an, du verstehst dich nicht gut mit der Guildmeisterin. Kira, I bring art to the Guild of Water Shapers, but they do not tolerate expression here. Kira, ich bringe der Wasserformer-Gilde Kunst, aber hier duldet man ja keinerlei künstlerische Ausdrucksform. What I am is to blame, I say. Die Schuld liegt bei dem, was ich bin, sage ich. Ein hervorragender Wasserformer, ansehnlich, ein gottähnlicher, ein hervorragender Wasserformer? A fine guess, but no. Ein guter Versuch, aber nein. Because I am a godlike, kissed by the fish goddess at birth. Es ist, weil ich ein gottähnlicher bin, bei meiner Geburt von der Fischgöttin geküsst. Er streckt seinen Arm heraus und zuckt mit einem seiner flossenartigen Körperglieder, die sich von seinen Handgelenken zu seinen Ellbogen erstrecken. Water shaping is Ngati's gift to the Hoana, and apparently I am too. Savior to the tribes. Die Wasserformerin ist Ngati's Gava die Hoana, und ich bin ebenfalls, so wie es aussieht, Retter der Die Wasserformerin ist Ngati's Gava die Hoana, und ich bin es ebenfalls, so wie es aussieht. Retter der Stämme, pa. Er verschränkt die Arme und verzieht das Gesicht. Arnolf massiert sich die Schläfe und schüttelt den Kopf, ja, wegen diesem ganzen stolzen Gehabe. Mag Arnolf keinen Stolz? Ich weiß es gerade gar nicht. Also kämpfe ein bisschen dagegen an, taste deine Grenzen ab. Das bist du allerdings. Ich kann verstehen, warum sie dich verehren. Solltest du nicht wenigstens ein bisschen dankbar sein? Klingt, als ob sie dich unter Druck setzt. Ja, taste deine Grenzen doch mal ab. Die einzige Frage ist, ob ich meine Aufgaben zurückkehren oder while away a few hours in the bathhaus. Es bleibt nur eine Frage, ob ich mich jetzt wieder meinen Pflichten widme oder die beiden paar Stunden im Badehaus vertröle. Tikeo zieht an seinen Haar und schützt die Lippen. Arnolf seufzt durch die Nase. Aufgeregt schickt Soti ihre Sichel vor und zurück. Ja, weil beide Verantwortungslosigkeit nicht mögen. Bedenke zuerst deine Pflichten. The Guild can wait until I am good and ready to return. Pa, die Gilde kann warten, bis ich bereit bin, zurückzukommen. Möchtest du der Krone etwas sagen? Machen wir mal Kira, das. I sent the prince a missive and heard nothing back. Ikera, ich habe den Prinzen ein Schreiben gesehen und keine Rückmeldung bekommen. Tikeo verschreckt die Arme und seufzt. He is a busy warrior in a time of peace, I say. Er ist ein vielbeschäftigter Krieger im Friedenszeichen, sage ich. Ja, dann lass uns doch gemeinsam mit ihm reden. Dass ich ein Wächter bin, hat mir schon oft die Tür geöffnet. Arui hat mich auf die Suche nach dir geschickt. Zurück zu meinen anderen Fragen. Er hat mich auf die Suche nach dir geschickt. I had not expected the prince to respond so quickly. Serpent's Crown is under pressure, I say. Ich hätte nicht erwartet, dass der Prinz so schnell reagiert. Die Schlangenkrone steht unter Druck, sage ich. What exactly did Prince Aruihi tell you?
Was hat dir Prinz Harui gesagt? Die Keo verschreckt die Arme und setzt einen nüchternen Gesichtsausdruck auf. Ich soll den Schwarzmarkt der Roparo ausfindig machen. Ich soll die Roparo an den Fingerknöcheln hochheben und schütteln, um zu sehen, was herausfällt. Das macht Sinn. If there was something amiss in Nekitaka, the lower people would know of it first. Das ergibt Sinn. Wenn irgendwer was in Nekitaka nicht stimmt, bemerken die Leute der unteren Kasten es als Erster. The prince did not mention anything about water shapers? Der Prinz hat nichts von Wasserformen erwähnt. Tekeo runzelt die Stirn. I had thought the guild would be his first concern. It seems I was wrong. Ich dachte, die Gilde würde seine oberste Sorge sein. Es scheint, dass ich falsch lag. Warum? Because of what I told him in confidence. Wegen der Sache, die ich ihm im Vertrauen erzählt habe. Let us speak of this somewhere else. One can never tell who is listening. To the gullet, then. Lass uns woanders darüber sprechen. Man kann nie wissen, wer zuhört. Also zum Schluss. Tekeo runzelt die Stirn und blickt zurück auf den Eingang zur Gilde. Wenn dir die Begleitung heißt, wenn ich das nichts ausmacht, dann akzeptiere ich deine. A watcher. And here I am, used to being the freak of Perikis Overlook. Ein Wächter, und ich hatte mich schon daran gewöhnt, der Sonderling in Perikis Aussichtspunkt zu sein. Er legt eine Hand auf die Hüfte und grinst. Outside of the Mataru Priests, we don't get many spirit readers. Mit Ausnahme der Mataru-Priester bekommen wir hier nur wenige Geistleser zu sehen. Er stört die Lippen und betrachtet dich aufmerksam. You are not unknown to me, I say. Whispers of an Adra Colossus reach my ears. Du bist mir nicht unbekannt, sage ich. Geflüster über einen Adra Koloss erreichten mein Ohr. And louder whispers of a corpse who follows him. Und lauteres Geflüster von einer Leiche, die ihm folgt. Und das bin wohl ich. Tekeo hebt ein Augenbraue. What will you do when you catch up to this walking god? Was wirst du tun, sobald du diesen laufenden Gott einholst? Eotas muss sich für seine Taten verantworten. Diese Entscheidung obliegt dem Rest der Götter. Gib ihm Komplimente, kauf ihm was zu trinken und schau einfach, wie es weitergeht. Ich bin noch nicht sicher. Irgendwelche Einfälle? Nehmen wir mal das Verantwortungsvolle. They will, I say, have bickering thoughts on the matter. Sie werden, sag ich, sich ordentlich darüber streiten. If it untangles me from the guild's apron strings, then you can mount me as the figurehead of your fair ship. Wenn mich das von den Samtfesseln der Gilde befreit, dann kannst du mich am Aushängeschild an deinem tollen Schiff befestigen. Tekeo neigt den Kopf und berührt das kreisförmige Mal auf seiner Stirn. Our quarters may smell of fish before long, but your crew will be more beautiful by association, I say. Unsere Kajüten mögen über kurz oder lang nach Fisch riechen, aber die Besatzung wird durch die richtige Gesellschaft auch ein Stück schöner, sage ich. Er zwinkert. Alof wirft dir einen gequälten Blick zu. Ja, er ist wirklich hochnäsig. Mich hat noch nie jemand schön genannt. Sie errötet und wendet ihren Blick ab. Ja. Das ist auch wieder gegen Alof. Es wird gut sein, ein bisschen Distanz zwischen mir und der Guild zu setzen, selbst wenn wir weniger savory Plätze auf dem Weg finden. Geh voran, es wird gut sein, wenn... Gut sei mich etwas von der Gene fernzuhalten, auch wenn wir unterwegs auf noch weniger angenehme Orte treffen. Fair warning, Captain. Ingati gifted her favorite son with more than his stunning complexion. Ich muss dich warten, Captain. Ingati hat ihren Lieblingssohn mit mehr gesegnet als nur gutem Aussehen. Tekeo wirft seine Haare über die Schulter und seufzt zufrieden. Was, kannst du etwa unter Wasser atmen? Versteckst du unter dieser Rumpe etwa einen Köder für Seeteufel? Ich freue mich jetzt schon darauf, alles darüber zu erfahren. Schön für dich. Es freut mich, dass du etwas so Besonderes bist. Kannst du unter Wasser atmen? Good guess. Only for as long as... well. Gut geraten. Allerdings nur so lange wie... Nun ja, Tekeo verschreckt die Arme und überlegt. I say you will learn. In time. Ich sage aber, du wirst es lernen. Mit der Zeit. Er zwinkert. Seine Augen sind plötzlich so dunkel wie polierte Perlen aus Onyx. Ja, Druide, Sänger oder Teruk... Ich hätte lieber gern einen Sänger, muss ich sagen. Und das war das letzte Gruppenmitglied. Das heißt, wir haben
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gruppenmitglieder. Und wenn ich jetzt mal so gucke. Xoti ist noch mit allen neutral. Alof kann ihn schon mal nicht leiden. Oh, ich kann auch hier seitlich gucken. Ist das jetzt neu oder funktioniert das jetzt? Ja, das ist wirklich das, die Auswirkungen der jeweiligen Beziehung. Also wie viel sie es verbessern oder verschlechtern. So wie bei Alof, der hat sich viermal verschlechtert. Bei Xoti hat sich es auch etwas verschlechtert. Wie sieht es bei Seraphin aus? Hey, ist das da hinten ein Orleaner-Käfig? Im Dörfer darf man die nicht mehr haben. Der hier ist in ziemlich gutem Zustand. Das hat ein Minus auf Rassismus gegeben. Ja. Und ja, bei Alof ist... Alof muss ich da oben auswählen. Ist Stolz halt was Negatives. Alof hat ziemlich viele negative Sachen übrigens. Hier kann ich mir leider nicht angucken, was mein Plus und mein Minus... so zu verantworten hat, aber ich bin rationaler geworden, ey. Ja, ich kann das wohl leider, entweder wird das, wobei, nee, das wird nicht nach dem Save gelöscht. Wahrscheinlich ist die Funktion erst mit einem Patch richtig reingekommen, dass das richtig funktioniert. Und das, was halt vorher passiert ist, Alofs Finger spielen nervös mit dem Saum seiner Kleidung und sein Mund ist zu einer dünnen, missbilligen Linie zusammengepresst. Er wirft ihr einen vertraut unsicheren Blick zu, als ob er versucht, wollte herauszufinden, was er sagen soll. Was ist? Du wirkst beunruhigt. Willst du darüber sprechen? Mach nur so weiter, dann wird dein Gesicht dir genau diesen Ausdruck erstarren. Was auch immer es ist, ich will es nicht hören. Sind wir mal ein bisschen sarkastisch. Er seufzt. Please, I need to be candid with you. Bitte, ich muss ganz offen zu dir sein, das hoffe ich auch. I have immense respect for all you've accomplished. Ich hoffe, du weißt, dass ich größten Respekt für alles hege, was du erreicht hast. Er formt die Lippen zu einem unvermeidlichen Aber. But lately, you don't seem to recognize the gravity of the situation before you. That troubles me. Aber in letzter Zeit scheinst du die Schwere der Situation, in der du dich befindest, nicht zu erkennen. Das bereitet mir große Sorgen. Was meinst du damit? Sprich offen. Du bist jetzt bei der vollen Aufmerksamkeit. Was auch immer es ist, ich will es nicht hören. Sprich offen. Chasing Aethys and treating with the leaders of Deadfire has put you in a position of incredible responsibility. Die Jagd nach Eotas und die Verträge mit den Führern des Todesfeuers haben dich in eine Position unglaublicher Verantwortung versetzt. I know you care deeply about a great many things. You're certainly not shy about expressing it. Ich weiß, dass dir sehr viele Dinge sehr am Herzen liegen und du bist ganz gewiss nicht sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, dem Ausdruck zu verleihen. Ein erschöpftes Lächeln erscheint und verschwindet ebenso rasch wieder. I only wish you took your role more seriously. It so often seems you're oblivious to the lives that depend on you. Ich wünsche nur, du könntest deine Rolle ernster nehmen. Es scheint oft, als ob du keinen Gedanken an die Leben verschwendest, die von dir abhängen. Or unconcerned by them. Oder unbekümmert darum. Dein Gesichtsausdruck verdüstert sich. Was genau willst du von mir? Du hast mich missverstanden. Ich weiß deine Offenheit zu schätzen, Alof. Halte mir gefälligst keine Vorträge, niemals. Nehmen wir mal das. Ich muss admit, after receiving so much advice from you, it feels strange to be on the other end of things. Ich muss zugeben, dass sich es merkwürdig anfühlt, einmal auf der anderen Seite zu stehen, nachdem ich jetzt so viele Ratschläge von dir erhalten habe. Gedankenvoll legt er den Kopf schief. We both know the choices before us aren't always clear or simple. I only ask that you give them due attention. Wir wissen beide, dass die Entscheidungen, die uns bevorstehen, nicht immer klar sind oder einfach. Ich bitte dich nur darum, ihnen gebührende Aufmerksamkeit zu schenken.
Ich werde mein Bestes geben, Adolf. Vielleicht, aber ich kann nicht alles wieder in Ordnung bringen, was falsch läuft. Ich schulde dir keine Erklärung. Ich werde mein Bestes geben. You know more than any of us can do. Mehr kann niemand von uns tun. Well, thank you for hearing me out. This is a great weight off my chest. Er nickt. Nun, ich danke dir, dass du mich hast aussprechen lassen. Das nimmt eine große Last von meiner Brust. Mhm. Ja gut, was auch immer Adolf jetzt damit genau ansprechen wollte. Hier sind die Wasserformer beim Beten. Das sieht aus wie eine Ratskammer. Mal sehen, was der Wasserformer hier zu sagen hat. Ein junger Huada streckt seine Hände aus, als wollte er ein auf ihn zukommendes Geschoss fangen. Er zuckt Konzentration zusammen und eine Kugel aus Wasser steigt auf und schwebt mitten in der Luft. Schweißtropfen von seiner Nase. Der junge Huana zuckt zusammen und in dem Moment verliert das Wasser seine Form und plascht auf den Boden. Er seufzt entmutigt und gibt seine konzentrierte Körperhaltung auf. Did you need something? Wolltest du was von mir? Er nickt dir zu und lockert seine Arme, um sich auf den nächsten Versuch vorzubereiten. Du scheinst Probleme zu haben. I can feel the connection to Andre just like Myru taught me. But there's something missing. Maybe it's my form.